Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Wochencheck-up. Heute mal am Sonntag und das auch nicht Sonntagnachts, sondern Sonntagnachmittags. Hatte den einfachen Grund, dass ich am Freitag keine Zeit hatte und jetzt dann gestern Abend ehrlich gesagt auch einfach keinen Bock hatte. Deswegen ist das Ganze ausgefallen. Und ja, was ist los? Die Welt, beziehungsweise die Welt von Shakes and Fidget wartet auf das lange ersehnte Update, beziehungsweise das schon vor längerer Zeit angekündigte Update, das anscheinend einfach nicht kommen will. Warum? Weiß keiner. Es ist der 20., morgen der 21., das Update ist noch nicht da. Ich weiß nicht, was los ist. Keine Ahnung, es hat sich nichts verändert, soweit ich das mitbekommen habe. Also wäre schon relativ seltsam, wenn das Update da wäre und das kein Schwein mitbekommen hätte. Aber da hier einfach nirgendwo irgendwas anders ist, das hat man schon ganz gut sehen können, ist es noch nicht da. Heute wird es auch nicht mehr kommen. Ich meine, es ist jetzt bald 16 Uhr. Ja, wird hundertprozentig nicht mehr kommen heute. Und ich bin mir relativ sicher, dass es auch nicht morgen kommt, weil, keine Ahnung, das Wochenende zusammen auch noch mit Epic Event wäre ein bombenperfekter Zeitpunkt für so ein neues Update, aber es kam nicht. Es lässt nur zwei Schlüsse ziehen, dass es entweder nicht fertig ist, also dass die irgendwie, keine Ahnung, der Zeit nicht hinterhergekommen sind, dass es zwar ja schon so gut wie fertig ist, aber dass es halt jetzt einfach noch ein paar Bugs gibt, die einfach, wenn sie das jetzt hochladen würden oder halt aufspielen würden, dass es dann einfach nur extrem krass schlecht wäre und das sowieso nicht richtig funktionieren würde und die dann damit nicht wirklich einen Erfolg sehen würden. Das denke ich am ehesten, aber es kann natürlich auch einfach sein, dass sie mit Mitte Juli auch noch den 25. meinen. Also dann, oder auch erst den Freitag, das wäre der, Freitag ist der 25. Oder? Ach, ist ja eigentlich auch egal. Jedenfalls ist es einfach nur meiner Meinung nach schon ziemlich komisch von denen, dass sie echt, Mitte Juli sagen und Mitte Juli ist für mich 13. bis 18., aber 21. ist auf jeden Fall schon mal nicht mehr Mitte Juli für mich. Also gut, kann man drüber streiten. Ich meine, technisch gesehen wäre 1. bis 10. und dann 11. bis 20. und dann 21. bis 30. Die Aufteilung, also Anfang, Mitte, Ende. Und somit wäre das eigentlich auch in der korrekten Aufteilung des Monats Ende Juli, wenn es morgen kommt, beziehungsweise erst in 5 Tagen, was weiß ich, wann es kommt. Das ist so die Aufteilung und ich verstehe nicht so ganz, was die unter Mitte Juli verstehen, aber anscheinend nicht das gleiche wie so der Durchschnitt, die breite Masse oder ich. Genau. Also ich habe ja auf Freitag spekuliert. Ich hätte eigentlich auch gedacht, dass es am Freitag kommt, weil es war halt meiner Meinung nach der perfekte Termin. Ich meine, der 18., ein bisschen nach Mitte Juli, aber kann man auch verstehen. Also Mitte ist 15. oder 16. bei 31 Tagen. Somit wäre 18. noch vollkommen legitim gewesen. Und hätte sich niemand drüber aufregen können, weil das wäre echt noch voll akzeptabel. Aber das finde ich dann ehrlich gesagt schon ein bisschen krass. Also ich habe jetzt nicht ins Forum geschaut und da wird es sicherlich noch einen Post von Kotti geben. Denke ich mir jetzt zumindest. Also wenn es da jetzt dann gar keinen gibt, dann fände ich es schon richtig krass. Aber wird es wahrscheinlich geben. Ich bin im Shakes & Fidget Forum nicht so aktiv, ehrlich gesagt, weil es meiner Meinung nach ein ziemlich schlechtes Forum ist für ein Spiel. Also es ist recht unübersichtlich meiner Meinung nach und die Beiträge darin, bis auf die von Kotti, sind eigentlich auch nicht wirklich nennenswert. Also es ist einfach nur, das einzig Gute, was da ist, ist vielleicht die Gildensuche. Da gibt es ja auch so einen Unterpunkt, wo man seine Gilde vorstellen kann und werben kann oder auch eine Gilde suchen kann. Das mag nicht schlecht sein, aber die meisten Gilden haben dann entweder auch ihr eigenes Forum oder brauchen sowas gar nicht. Geht halt über YouTube, dann bei Dreamscape zum Beispiel. Und was anderes kann das Forum meiner Meinung nach jetzt nicht wirklich. Also bis auf die Infos und das Skin-Ding ist es meiner Meinung nach ziemlich schwach. Also reizt nicht wirklich, dass man sich da anmeldet und dann auch wirklich täglich reinschaut. Das ist so alle 2-3 Wochen mal reingucken, ist drin, aber mehr irgendwie nicht. Also springt mich überhaupt nicht an, da ist eigentlich jedes Forum, das ich kenne, besser. Genau. Dann S1 und S3 nichts passiert. Was soll auch passieren? Ich meine, ihr kennt das alte Schema.
Es wird jetzt wieder ruhiger die nächste Zeit, ja. Also es gibt eigentlich nichts mehr, worauf wir uns jetzt freuen können. Das Einzige und wahrscheinlich auch das Nächste wird hier Stufe 300 auf Server 14 sein. Alles andere ist eigentlich, ja, gibt nichts mehr. Also ist jetzt alles abgeschlossen und Stufe 300 wird ja auch noch ganz lange dauern. Deswegen habe ich das jetzt auch gemacht, dass ich die Erfahrungsevents immer mit 320 Alu pro Tag spiele, weil es sonst einfach gar nicht vorangeht. Also ich werde dann halt in den Erfahrungsevents ein halbes bis ein ganzes Level immer schaffen und dann zwischendurch halt auch immer, zwischen den Erfahrungsevents dann auch immer noch ein, vielleicht zwei Stufen und mehr wird leider nicht drin sein. Ist aber jetzt auch nicht so schlimm, finde ich. Denn wenn man jetzt zu schnell levelt, dann sind die Skills wieder nicht so gut. Beziehungsweise gut, wenn ich jetzt jeden Tag 320 Alu spielen würde, da wären die Skills trotzdem nicht schlecht, weil es ja, weil die Skills ja auch durch die Quests steigen. Wenn man da Gold-Quests spielt. Oder am Gold-Event. Wobei ich das ja jetzt auch machen werde, im Gold-Event immer 320 Alu spielen werde, damit die Skills mal besser werden, weil der hier ist eigentlich ziemlich unterskillt. Wenn man sich das mal anschaut, 420 und auf Platz 150 sind Leute, die, na gut, der jetzt nicht. Wo sind die Krieger? Ach du Scheiße, sind hier wenig Krieger. Hier, 279, der ist einfach mal 300 Ränge über mir und ist im Endeffekt, und wie heißt der, Audo 28, 26. Nicht unbedingt besser geskillt. Und ist natürlich auch noch niedriger. Moment, wie ist der Odo? Moment, kann ich den besiegen? Moment mal, Moment mal. Was habe ich denn für Tränke? Na doch, da können wir jetzt mal den Live-Test machen, ob ich jemanden aus den Top 150 besiegen kann, wenn ich selbst Rang 450 bin. Müsste er. Ach nee, er hat viel mehr Stärke. Ah, stimmt. Oh, war trotzdem knapp. Okay. Ja gut, er hat extrem viel Stärke. Ah, okay. Aber ansonsten stehe ich. Ja gut, wobei der war jetzt 7 Stufen unter mir, muss man jetzt auch dazu sagen. Gibt es da noch jemand anderen? 294? Ja, wobei das ist schon ein bisschen zu krass. Das sind wir 8 Stufen. Ja doch, hier 282 ist schon mal ein bisschen näher und der hat mehr Abenteuer und ungefähr gleiche Arbeitsstunden. Das heißt, theoretisch könnte ich auch in den Top 200 sein. Und wenn ich halt jetzt die Gold-Events noch spiele und dann nochmal bessere Skills habe für meine Stufe und dann die Erfahrungs-Events gut, das gleicht sich dann wieder aus. Im Endeffekt bin ich dann jetzt nicht besser geskillt, als wenn ich jetzt weiter so spiele wie bisher. Aber trotzdem, die Gold-Events, wenn ich die immer noch mit 320 Alu mitnehme, wird das auf jeden Fall sehr, sehr positiv auf die Skills auswirken. Und bis 300 wollte ich ja eigentlich, oder weiß ich nicht, ob ich das jemals gesagt habe im Video, aber es war eigentlich mal mein Ziel, dass ich bis Stufe 300 mit dem hier, weil er doch ziemlich langsam levelt mit immer nur 100 Alu, also 120 Alu, dass die Skills dann auf 10 Millionen sind, also Ausdauer und Stärke. Und, na gut, Glück ist mir relativ egal, solange der 50% hat, der ist ja eh voll epic, ist das ja ziemlich Wayne, was der da als Basiswert hat. Aber Stärke und Ausdauer sollten eigentlich auf 10 Millionen sein, wenn der 300 ist. Was ich wahrscheinlich nicht schaffen werde. Die sind jetzt kurz vor 5 Millionen beim nächsten Gold-Event, was nächste Woche sein müsste. Werden sie auf jeden Fall auf 5,5 ansteigen. Und ja, dann mal schauen, werden sie so auf 8 oder so maximal kommen, denke ich mal. Mehr wird wohl nicht drin sein, wenn ich die Erfahrungsevents auch noch mitnehme. So, genug davon. Okay, die sind nicht geskillt. Jetzt habe ich wieder mein Gold ausgegeben. Aber es reicht noch, okay. Könnte theoretisch machbar sein. Ach, die könnte eigentlich locker machbar sein. 7400 Stärke. Oh, nice. Ja, da hat der Kunde mal einen rausgehauen. Und kriegt ein neues Item. Oh, doch, das ist gut. Oh, das ist nicht schlecht. Na, also hat er sich auch verdient. So, wie viel habe ich jetzt? 63, okay. Das, gut, das ist noch relativ erbärmlich, aber muss auch sagen, ich hatte hier. Oder allgemein habe ich relativ wenig Glück im Turm in letzter Zeit gehabt. Ich kriege kaum Waffen für die Begleiter. Also ich kriege sehr viele Sachen. Ich kriege sehr wenige Glücks-Epics, muss man sagen. Also es sind relativ wenige dabei. Dafür kriege ich ja 10-mal die gleichen Handschuhe. Auf anderen Servern, was ich jetzt hier nicht näher erläutern will, kriege ich ja 10-mal die gleichen Sachen. Aber wenigstens kriege ich gute Sachen statt Glücks-Epics, muss man auch mal dazu sagen. Aber mit Waffen habe ich nicht so wirklich Glück. Also
sind jetzt nicht der Burner hier und ich allgemein, also auf 1, davon kriege ich relativ gar keine Waffen. Also alle 10 Etagen, wenn überhaupt, und das ist ein ziemlich schlechter Schnitt. Also es gibt ja Leute, die haben wirklich so viel Glück, die machen 2 Etagen, wenn sie schon 80 haben, ja, holen da 2 Etagen noch dazu und kriegen eine Waffe für den, also jetzt als Krieger, eine Waffe für den Kundi, eine für den Magier und damit können sie dann nochmal die nächsten 2 Etagen rotzen. Weil die Waffen halt einfach den größten Unterschied machen, weil die Spannen sind ziemlich krass. Wobei jetzt ist ja nicht mehr so, die wurden jetzt angepasst, die Waffen. Oh, nee, allgemein, die Epics wurden ja angepasst. Jetzt wird es wahrscheinlich nicht mehr ganz so krass sein, aber die Waffen, denke ich, machen immer noch den größten Unterschied, weil ob der jetzt 40 mehr oder weniger bei Schaden hat und dann nochmal 20 mehr auf den Attributen, macht schon eigentlich den entscheidenden Unterschied. Anders bei den normalen Epics. Da machen jetzt 20 mehr oder weniger zwar auch einen Unterschied, aber der ist nicht so groß, wie wenn da noch 40 Schaden dabei sind. Vor allem, wenn es rechts raus ist, also beim Magier beispielsweise. Wenn der jetzt 800 bis 2300 oder sowas hätte, so eine Waffe würde es nicht geben. Aber wenn es so wäre, wäre richtig heftig. Und da denke ich mal, ist die Waffe schon das Wichtigste im Turm. Naja. S20. Hier ist. Ich habe ich keine Tränke mehr. Okay, was ist da los? Okay, das ist mir jetzt mal ganz neu. Oh, ich dachte eigentlich, ich hätte hier noch. Ich dachte, der Ausdauertrank hätte hier noch so extrem lang. Okay, da habe ich mich jetzt irgendwie vertan. Weiß nicht, soll ich. Ich hätte jetzt ein bisschen Gold und ich hätte jetzt auch ein paar Pilze. Und ich meine, Dungeons mache ich mit dem hier eh nicht mehr. Also, es ist ja einfach nur erbärmlich. Den Jan, den werde ich nie im Leben schaffen, vor allem nicht mit den Tränken. Ja, dann blättern wir einfach mal wieder ein bisschen. Ist ja eh Epic-Event, vielleicht kriegt man ja noch was Gutes. Das einzig Schlechte ist eigentlich. Ach ja, ich habe ja hier gar keine schlechten. Ja, wobei doch. Ah, bei der Waffe geht noch mehr. Ja, gut, dann mache ich die hier. Na, verdammt, Stärketrank hätte ich lassen können. Egal. So. Genau. Schau hier einfach mal, dass ich wieder ein paar Tränke bekomme. Die zweite hebe ich mir noch auf. Das mache ich jetzt wieder bei den anderen Chars. Dass ich mir immer ein paar Top-Tränke da lasse. Ach, wobei, kaufen wir ihn doch. Okay, jetzt stapel ich mir sogar den Stärketrank. Alles klar, Glückstrank brauche ich ja eh nicht. Hab ja 50%. Ja, wenn ich dann schon mal blätter, sollte auch mal ein Epic kommen. Schon, go on, fidget. Wie viel kann ich machen? Weiß ich noch, 15 ab, genau. Einen Lebenstrank werde ich mir jetzt nicht holen, den werde ich mir irgendwann mal holen, wenn kein Epic-Event ist, weil wenn man schon mal blättert, dann kann man auch die 15 Pilze, die man jetzt für den Lebenstrank ausgeben würde, genauso gut, ja, weiter verblättern, auch wenn ich wahrscheinlich eh nichts finden werde. Ich kaufe jetzt die Scheißtränke, also die schlechten Tränke, Intelligenz 10% und auch die anderen mal weg, weil da kann ja auch immer ein Epic nachkommen. Oder noch 100 andere Tränke. Das ist ja unglaublich. So viel Pech hatte ich schon lange nicht mehr. Vielleicht sind die Epics schon weg. Ich meine, es ist ja schon Sonntagnachmittag. Die meisten Epics sind ja schon Freitagnachts weg. Wenn man nach diesem Prinzip seine Theorien aufstellt, dann dürften jetzt gar keine mehr übrig sein. Auch heute Nacht haben wahrscheinlich wieder viele zugeschlagen. Auch Dreamscape wird wieder zugeschlagen haben, wobei hier auf S20 nicht. Das wäre dann eher auf S25. Und ansonsten spielt er ja nirgendwo mehr. Hat ja überall aufgehört. So, als wollte ich den aus Versehen ausrüsten. Das wäre. Oh, nice. Nicht gut gewesen, wenn das geklappt hätte. So, Moment, habe ich schon was ins Klo geworfen? Ich glaube nicht. Nein, habe ich auch nicht. So. Alles klar. Ah. Okay, die Epics wollen anscheinend echt nicht. Das ist unglaublich, wenn man mal 100 Mille Gold hat, dann geht das ja gar nicht weg, selbst wenn man hier alles kauft. Doch, da ist ein Epic mit 402 aller Attribute. War ja klar, dass sowas kommen musste. Naja, dann eben nicht. Dann kriegt man halt keinen Epic. Aber man kann es ja trotzdem noch weiter probieren. Können ja auch noch Tränke nachkommen. Aber das mit dem Nachkommen funktioniert. Ups. Na, müssen wir jetzt. Ja, wobei ist ja nur ein Stärketrank. Das brauche ich eigentlich gar nicht. Das ist voll sinnlos, dass ich den stapel, aber man kann ja mal ein bisschen trollen. Okay. Da hat es jetzt geklappt mit dem Trank nachkommen. 12 Mal geht noch. Ich
krieg relativ viele Stärketränke irgendwie. Ey, das gibt's ja nicht. Nur alle Attribute. Da blätter ich schon mal mit dem Char, wo ich eigentlich gar nicht mehr wirklich drauf aktiv spiele mit den 300 Alu und so weiter. Und dann kriege ich nur alle Attribute. Das ist unglaublich. Jetzt habe ich noch 10 Versuche. Ne, 9. Was bräuchte ich denn eigentlich am dringendsten? Ja, eine Kette oder ein Ring? Ah, noch einer für nur Glück. Für nur Glück, für nur Gold. Ah. Die wollen mich doch komplett verarschen. Das ist doch eine komplett Verarsche. Noch ein aller Attribute Epic. 3 Stück und kein einziges Dreier. Das Spiel macht mich noch fertig. Dreimal alle Attribute, das ist ja unglaublich. Kann man so viel Pech haben? Na gut, warum stelle ich die Frage überhaupt? Ich habe ja so viel Pech. Okay, mit den dreimal blättern und mit den paar Mal nachkaufen wird eh nichts Besseres rauskommen. Das mit dem Nachkaufen funktioniert mit den Epics sowieso nicht. Irgendwie geht es nur mit Tränken hier beispielsweise. Aber nicht mit Epics, die kommen dann nicht nach. Oder? Beweist mir das Gegenteil. Ah, schade. Und auch nichts. Naja, gut. Haben wir einfach mal 15 Millionen Gold in die Tonne getreten. Und die Tränke halten gerade mal bis 10.8. und 25.8. ist ja voll wenig. Dafür habe ich jetzt 52 Pilze rausgeballert. Boah, hat sich ja mal gar nicht gelohnt. Machen wir das mal auf 1820 und das auch. So. Sieht's da aus? Oh, ich habe jetzt 4000 Basisgeschick. Bin ich damit noch der Beste? Ich glaube, ich bin schon lange nicht mehr der Beste. Ich spiele ja gar keine 300 Alu mehr. Ich habe ja viel weniger Gold als die anderen. Mittlerweile. Ich spiele unglaublich viele noch 300 Alu. Ah, 3900. Ja, zumindest in den Top 15 bin ich noch der Beste. Ne, da tatsächlich. Tohil ist besser. Alles klärchen. Okay. 4090. Krass. 4090, okay. Das sind 88. Oh, sind 880 Millionen Gold, die der mehr auf Geschick hat. Oder beziehungsweise die ich bräuchte, um seinen Geschickwert zu erreichen. Das ist nicht wenig. Aber zweit. What? Wo Seele hat 4400? Okay. Alles klar. Oh. Okay. Läuft bei ihm allerdings nur 3300 Basis Ost. Der hat auch nur 8 Millionen Leben. Das ist ja extrem wenig. Ah, try mal. 15.000 geschickt. Das ist halt so abnormal. Dafür hat er einfach mal 4 Millionen Leben weniger. Aber 15.000. Ja, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Moment mal, dann hat er aber auch Geschick-Items, oder? Ja. Der hat nur 2 Epics. Na gut. Das ist ja dann was anderes. Aber trotzdem, 4.400 in der Basis ist auch heftig. 3.300 Ausdauer, wie habe ich da? Was? Er hat tatsächlich mehr Basis-Ausdauer? Boah, krass. Tja, da sieht man mal, was 4 Stufen 300 Alu spielen mehr machen. Also, ich merke es auch immer mehr. Ich brauche eine Woche oder fast 2 Wochen, um mal 100 Mio anzustauben. Das war früher, das waren 2 Tage und ich hatte 120 Mio. Als ich noch 320 gespielt habe, das ist richtig heftig. Eigentlich müsste man hier immer noch weiter spielen, aber der Sinn dahinter ist halt einfach nicht so da. Also, natürlich, der Beste zu sein mit den Skills her wäre schon nicht schlecht, aber was man dafür für Geld und vor allem Zeit investieren muss, ist ein bisschen abnormal. Und auf dem Level macht es halt für mich einfach nicht mehr so viel Sinn. Ich meine, ich habe jetzt alles erreicht, was ich erreichen kann. Mehr Dungeons gehen nicht. Also der geht einfach nicht rein schon vom Level her. Der ginge nur, wenn man ihn wirklich totpilzt mit mindestens 1000. Und selbst dann hätte ich Bedenken, dass der wirklich fällt. Und wofür? Für ein Level und ein Epic, was, wenn es ganz blöd läuft, dann auch noch ein Glücksepic ist. Und keine Ahnung, 5 Millionen Gold, das ist nicht wirklich lohnenswert. Wenn man es mal richtig sieht, das ist es eigentlich richtig behindert,
da ja, einfach mal 50 Euro an Pilzen in sozusagen nichts zu investieren. Ich meine, früher, wenn man 10 Stück wirklich gepackt hat, nochmal 500 rausgehauen hat, dann gut, dann war das ja noch was Lohnenswertes. Aber für einen auf dem Level ist es einfach sinnlos. Das macht für mich zumindest echt keinen Sinn, auf dem Level dann noch tot zu pilzen. Es ist meiner Meinung nach nur am Anfang so wirklich effektiv und selbst dann, wenn man über 100 braucht, ist es eigentlich schon ein ziemlich klares Zeichen dafür, dass man lieber aufhören sollte. Also mit dem Totpilzen. Und dann lieber noch 5 Level macht und dann weiter pilzt. So. Hier spiele ich auch keine 300 Alu mehr. Und aus diesem Grund mache ich einfach nochmal genau das gleiche wie mit dem anderen gerade. Bloß, dass ich mir jetzt hier direkt den Lebensdrang gekauft habe, weil ich jetzt gleich mal schauen will, wie ich in der Ehrenhalle so abschneide, ob ich immer noch so gut bin. Jetzt, wo ich mittlerweile, wie lang ist es jetzt denn her, dass ich mit 300 Alu aufgehört habe? Boah, wann war denn das? Es war nach der Levelbremse und dann habe ich noch ein paar Pilze gehabt. Boah, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Nee, keine Ahnung. Aber müsste jetzt so 3-4 Wochen mindestens her sein schon. Seitdem auch hier, was die Skills angeht, wahrscheinlich extrem nachgelassen im Vergleich zu den anderen, die weitergezockt haben. Also man merkt es echt ziemlich schnell, dass wenn man mal kurz keine 300 Alu mehr spielt, dass die anderen einen mit den Skills einfach nur richtig krass überholen. Level jetzt hier nicht unbedingt, vor allem weil ich ja eh relativ hoch war. Also ich war einer der oberen 30 aus der Gilde vom Level her. Bin es immer noch. Die meisten spielen ja eh keine 300 Alu mehr. Also spielt eigentlich kaum noch jemand 300 Alu aus der Gilde jetzt im unteren Drittel, sage ich mal. Und allgemein spielen ja von denen kaum noch welche. Also Dreamscape sittet ja einige. Und soweit ich das mitbekommen habe, sind ein paar jetzt auch komplett irgendwie inaktiv. Also man merkt es auch immer mehr. Ein paar sind einfach nie gemeldet bei den Kämpfen und so weiter. Ja, schon ziemlich krass. Und was geht denn hier mit den Tränken? Aber ich finde ja gar nichts. Hallo? Ist ja noch heftiger als das 20. Nicht mal mit Nachkaufen finde ich was. Nur Stärketränke, aber Ausdauer ist irgendwie gar nicht mehr vorhanden. Hörte ich mal den hier. Wer weiß, wann der ausläuft. Moment. 30.8. und erst 1.11. Okay, gut. Der Stärketrank hält noch eine Weile. 1.11. Scheiß die Wand an. Okay, das ist eine lange Zeit. Das sind jetzt dann ab August noch 3 Monate. Ja, oh, der hält noch ein bisschen. Der hält noch ein kleines bisschen, aber der andere, der Ausdauertrank, der ist ja schon in etwas mehr als einem Monat weg. Boah, ist echt unglaublich. Nee, ich finde einfach keine. Wenn, dann Stärketrank und selbst die sind sehr rar und hier finde ich nicht mal die alle Attribute Epics. Hier finde ich... Ah, nein. Das ist doch... Ein Glücksepik, dann kaufe ich nach und dann kommt ein Alle-Attribute-Epik. Was ist... Habe ich irgendwas falsch gemacht? Oder mag mich das Spiel nicht mehr? Was ist hier nur los? Das ist ja richtig bitter. Ein Glücksepik, man kauft nach und dann kommt tatsächlich noch ein Alle-Attribute-Epik. Das ist ja der absolute Witz. Da fühlt man sich ja richtig heftig verarscht. Jetzt noch 2-mal blättern. Gut, wenigstens mal wieder ein Ausdauertrank. Jetzt noch das letzte Mal. Und noch ein Stärketrank. Und nichts mehr. Jetzt wollte ich den wieder aktivieren, ey. So, 11.09. und 13.11. Ja, 13.11. der hält jetzt ein ganz kleines bisschen. 27.07. Ja gut, den habe ich ja noch einmal gekauft, stimmt. Aber einer für Gold war auch nicht mehr dabei. Waren allgemein richtig, richtig wenige dabei von den Lebenstränken. Ja, auf jeden Fall nicht schlecht. Und was den Stärketrank angeht, das andere ist natürlich schon ziemlich schlecht. So, auch hier sind meine Skills relativ schlecht, wie ich vorhin schon angemerkt habe. Moment, habe ich hier bestimmt nicht. Ja, das war ja klar. Ah, das war ja klar, dass ich hier nicht gekauft habe. Geskillt, gelevelt habe. Wie nennt man das, wenn jemanden
bezahlt, damit er eine Stufe aufkommt. Ach, ist ja egal. Jedenfalls, was ich jetzt ausprobieren wollte, war, jetzt muss ich erstmal wieder suchen, was Gianne, war Gianne einer meiner Gegner? Nee, das war nicht mein Gegner. Ich habe in letzter Zeit immer den gleichen Chaos 75, genau, der war das. Den habe ich immer angegriffen, abgefarmt. Der war mal irgendwie 20 Ränge über mir. Okay, klappt immer noch. Der ist relativ gut für seine Stufe. Der hat eine, ja, der hat ziemlich gute Stats eigentlich. Und für sein Level hält er sich auch erstaunlich gut in den Top 100. Also er bleibt auch relativ weit von der 100 entfernt. Also wie gesagt, der war glaube ich mal Rang 80, als ich 100 war. Und dann habe ich den die ganze Zeit abgefarmt. Ja. Das hat man schon gesehen. Also es ist jetzt nicht mein Ziel, dass ich den aus den Top 100 kicke oder so. Aber ich habe halt immer nur gesehen, okay, wenn ich den packe, dann kann ich mir sicher sein, okay, ich bin hier noch ganz richtig am Platz und außerdem hier meine Gildenmitglieder kann ich ja eh nicht angreifen. Vor allem nicht Fiso beispielsweise, der geht ja nur auf Stärke mit seinem Stärke-Schild hier. Ja. Genau. Und ansonsten haben wir hier noch einen Gildenkampf, alles klärchen. Oh. Oh. Oh, nur zwei Leute weggemacht. Ja, da hatte ich aber noch keinen Lebenstrank drin gehabt. Genau. Den Raid. Ach, wir machen mal wieder einen Raid, okay. Machen wir uns anscheinend jeden Sonntag, oder wie? Oder what? Oder what oder wie? Ah, jedenfalls, man sieht's, gut, jetzt, es sind noch 5 Stunden Zeit. Trotzdem, man merkt, es ist im Vergleich zum Anfang, merkt man einfach, dass die Bereitschaft bei vielen nachgelassen hat, auch so ein bisschen, und fast keiner zockt mehr aus den unteren 30, 300 Alu. Also, man merkt's einfach, nachdem das Ziel erreicht wurde, also auch schon davor, wurde nachgelassen. Auch von mir jetzt. Also es ist ja auch nicht wirklich sinnvoll, da jetzt noch weiterzumachen, weil ich meine, das eigentliche Ziel haben wir ja schon erreicht. Oder was heißt das eigentliche Ziel? Das Hauptziel haben wir erreicht. Und mehr wollten wir gar nicht. Also theoretisch könnten wir jetzt auch einfach alle aufhören. Wir sind die einzige Gilde, die es geschafft hat. Vor allem noch mit 50 Kriegern. Ja, 50, 300 wären jetzt nicht so schwierig, aber 50 Krieger ist nochmal was Besonderes. Und das auch noch auf einem verhältnismäßig ziemlich jungen Server. Ist schon ganz gut. So, habe ich jetzt kein Mal mehr getroffen? Krass, okay. Na gut, dann war's das mal. Viel Gequatsche, viel Gerede und extrem viel Pech im Laden. Also mit 50 Pilzen kommt man ja gar nicht mehr weit. Man kriegt zwar Epics, aber die sind dann auch absoluter Bullshit. Und ansonsten, wegen des Projekts, ich hoffe, dass ich es nächste Woche hinkriege, dass ich starte, weil ich weiß noch nicht ganz genau, ob es dann am Freitag, ja, Freitag wird es ja eh nicht, samstags direkt losgeht. Wenn es ganz blöd läuft, dann kommt es erst die Woche drauf, dann Montag. Also muss ich mal noch schauen. Ich weiß, ich habe jetzt gesagt, es kommt nächstes Wochenende und es wäre auch ganz blöd, wenn es nicht gut geht. Es sollte gut gehen, aber schaut auf jeden Fall dann auf Facebook. Sollte Samstagabend dann nichts oben sein, dann damit ihr Bescheid wisst. Oder wobei, dann würdest du ja eben Wochencheckup sagen, von daher. Egal. Ihr wisst dann schon Bescheid, was ihr machen müsst und wenn nicht, naja. Dann fickt euch. Nee, Spaß. Einfach auf Facebook schauen oder eben Wochencheckup abwarten, was dann mit dem neuen Server passiert. Genau. Dann bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.